Hallo liebe Freunde und Feinde, ich bin im Schatten, so rum geht's. Buchvorstellung, und zwar ein Buch, in Frankreich erschienen, im Verlag History and Collections. Und zwar Afrika Korps. Afrika Korps, Tropical Uniforms of German Army 1942-1945. Ist von einem ganzen Team an Autoren geschrieben. Und ist eine Zusammenfassung verschiedener Einzelartikel, die in der Heftreihe Militaria Magazin in Frankreich erschienen sind. So, gerade für Redaktoren und so, für Sammler, richtig toll. Wir gucken uns das Buch mal an. Hat 142 Seiten, Hardcover, englischsprachig. Es gibt es in Deutsch, es gibt es in Französisch, in Englisch, leider nicht in Deutsch. Aber ich habe jetzt eine tschechische Ausfertigung gesehen. Keine Ahnung, warum eine tschechische Ausfertigung, keine deutsche, egal. Französischer Verlag, die wissen warum. Also, tolles Buch. Und zwar ist dort einmal alles erklärt, was Tropenuniformen sind. Ne? Verschiedene Beispiele, die getragen wurden. Er ist furchtbar. Also, ne? Verschiedene Uniformen, Variationen, ne? Die ganzen verschiedenen Feldblusen, blaue, hier ist Hermann Göring. Ne? Wir haben auch Tropenuniformen der SS. Waren ja auch unterwegs in Südrussland und Italien und so. Und ja, viele, viele Fotos bei. Es gibt auch eine Seite mit hier Marineuniformen. Es gibt eine Aufstellung über Soldbucheinträge, Afrika-Zulage und so ein Kram. Feldflaschen, Zeltbahn, diesen ganzen Kram. Ne? Das Buch ist super, das Buch ist toll. Leider ist es schwer zu kriegen. In Französisch kriegt man es noch ab und zu mal, in Englisch ist es echt schwer mittlerweile. Ne? Ich bin froh, dass ich es damals gekauft habe. Ich habe es irgendwo auf einer Militaria-Börse gefunden, habe gesagt, nimmst du mit. Und ich freue mich, weil es ist schöne Fotos drin, schöner Inhalt, gut beschrieben. Ein paar Repros sind drin, aber mein Gott. Ne? Aber es ist halt schön gemacht. So, deshalb meine Empfehlung, dieses Buch, Afrika Korps, von Jacques Scipion und Yves Bastien. Ja, und ja, wer es findet, tolle Bilder drin, kaufen. Das war meine Empfehlung für heute. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Fertig. So, bis zum nächsten Mal. Tschüss.